Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge Alien Sky 2 mit dem Adkräfter 27 und der Mistkäfer. Jo, nachdem wir letzte Folge hier mit diesen Skevented Artificial Hive gedingst haben und voll gefehlt sind, werden wir jetzt mal gucken, was der hier eigentlich sagt, oder? Meinst du, ist der schon fertig? Ne, warten wir noch ein bisschen. Vielleicht ist er noch nicht geladen ganz. Ist er noch nicht geladen ganz? Weil wir waren ja zwischendurch weg. Wir haben hier ja keine Chunkloader, man muss es mal dazu sagen. Ja. Jetzt wenden wir uns diesem schönen Bereich zu. Also, Werkzeug, Buch geschnappt, Division 6 Aufgaben. So, das hatten wir ja eigentlich Standard. Wir haben hier eigentlich nichts anderes gemacht, als wie Mother's Pool. Wir haben hier einen Mana-Pool, der quasi als Verteiler dient. Genau. Quasi, ja. Also nichts Gravierendes jetzt. Ich will noch ein bisschen Kohle nachlegen. Und wir haben hier noch ein bisschen mehr Speicher hinzugefügt, für was das Ganze hier so aussieht, als wäre das irgendwie vorbereitet. Sehen Sie gleich. Nein, auf keinen Fall vorbereitet. Ganz ja vorbereitet. Fangen wir mit der Kiste hier drüben an. Das ist... Ich kann ja mal visualisieren. Wo wollen wir denn den Tisch hinsetzen? 3x3. Hier in die Ecke. Nein, oder? Nein, neben dem Table dahin, oder? Da, wo du jetzt stehst. Keine Ahnung. Hier. Den Boden willst du setzen. Ja, jetzt wirklich den Boden. Wohin denn sonst? Wenn du schon dazukommst. Du musst ja draufstehen und reindrauten. Die geh Blöcke nicht. Halt. Kriegs nicht visualisiert. Ist mir egal. So. Schloss jetzt. Bei anderen geht's besser, weil hier musst du irgendwas mit dem Fußball ja visualisieren. Auf jeden Fall sind das die Items dafür. Was ist denn an der Ecke? Living Rock. Und in der Mitte, oder? Ne, in der Mitte ist das. Ja, und darüber ist er. Und darunter ist das Living Rock. Ja, müsste. Siehst du, und deswegen wollte ich es den Boden bauen, weil dann kannst du malen und den dann in der Mitte drauf. So. Ja, in der Mitte drauf. Gut, dann brauchen wir da was. Wie geht das jetzt? Wir müssen Mana, Mana Steel und Mana Diamant. Für was? Also, für dieses Terra Steel, okay. Braucht der Mana oder irgendwas? Nicht, dass ich wüsste. Also, ich kann ja mal Enderperle, Diamanten und Eisen. Mischverhältnis war ja gleich, oder? Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Da habe ich auch gerade nicht drauf geachtet. Ich habe nur so kurz drüber geschaut. Mal kurz noch reinschauen. Ja, ist gleich. Nehmen wir den in der Mitte. Mana Diamant, Mana Steel, Mana Dings, alles Mana. Achso, den müssen wir noch starten, sonst geht da nix. Damit der droppt, ja. Passt. Und. Macht nix. Oder was? Create Inherited, there's Living Rock, another plate. With the Mount of Mana. So, wie kann man den Mana ziehen? Indem wir diesen Spreader nehmen. Ihn auf dieses Element zuweisen. Dann testen wir. Zuweisen. Ja, warte, Liegeleffekt kommt schon mal. Liegeleffekt kommt schon mal. Sehr gut aus. Das dauert jetzt wahrscheinlich. Quasi, wir haben hier riesen Tanks dahinter. Später können wir dann aber auch schnellere solche Mana-Spreader machen. Ja. Ich frage, wie lange das dauert zum Craften hier. Naja. Ja, vor allem die Partikel, die sind völlig. Wie, keine Ahnung. Sind nur drei, gell? Ja. Ja, und das ergibt eigentlich auch keinen wirklich ganz. Wir lassen ihn mal arbeiten, vielleicht wird's noch was. Braucht wahrscheinlich nur genügend Mana, ich sehe das. Schickt ja, er tut momentan tut er noch teilen. Ja. Es wird weniger, ja. Und der sagt dann den Mana wieder von hier hinten und der sagt sie wieder von hier. Und der von dem Platz. Lass man einfach. Somit haben wir einen Verteiler ohne Verteiler. Da steht halt Amount of Mana, keine Ahnung wie viel das heißt für den. Jede Menge Mana. Deswegen kann man das nicht sagen. Aber lass dich sagen, wir brauchen aber mehr davon, oder? Ich weiß gar nicht, wie viel wir brauchen. Wir brauchen ja überall die Nuggets hier drüben.
Dreier brauchen wir und dann hier oben noch Dreier. Also eigentlich sollte einer schon reichen, glaube ich zumindest. Da brauchen wir und da brauchen wir. Ja, einer müsste reichen. Boah, da ist so viel. Da hat hier hinten dann schon unser Links leer gesogen. Was? Schon den zweiten Spieler dazu tun müssen. Ich hab dir vorhin gesagt, dass es vielleicht... Ob das reicht? Wir haben ja hier schon zwei volle für das, was hier vorne noch hinkommt. Ja, aber ich weiß, warum das echt so viel braucht, das kann ja gar nicht sein, oder? Ja, jetzt hört er irgendwie auf und ich kann aber hier auch nichts irgendwie draufklicken. Geht aber auch nichts weiter. Terrasteel. Wer hat den Terrasteel? Der ist Living Rock under the Plate, ja. Keine Ahnung. Vielleicht braucht er echt zu viel, aber scheint zu viel zu brauchen, wenn er die ganze Zeit ja sendet. Die, man weiß ja nie, wie viel der Rastil braucht. Lass mal. Einen halben Mana-Pool. Stand da. Ja, das kann man jetzt nicht sagen, aber schon Hälfte hat, gell? Da steht. The Infusion used half a mana pool to create a single piece of Terrasteel. Ja, dann wird er noch brauchen. Problem ist halt, dass das ewig dauert, bis das hingesendet ist. Haben wir keine besseren Manas später? Nein, die können wir erst später bauen mit dem besseren Buch. Aber wir könnten mehrere Bretter bauen, dann ging es auch schneller. Na, warte mal, brauchen wir nochmal hier kurz einen abbauen. Ein abbauen? Oh, neun. Ja, bist du neun gebaut hast, sind wir ja schon längst fertig. Geht schon wieder da. Ich den. Hallo. Bam, voll wie kann man umschalten? Nein, und was? Jetzt geht's. Alle auf den, alle auf den. Was der geklaut, da drüben hast du eingeklaut. Alle auf den. Ja, von Terrasteel. Bevor die alte Wies spawnen, ey. Aber schau mal, die Blase, also. Dass die Partikeln haben sich jetzt schon darauf vereinigt und langsam wird es immer mehr blau. Also wird schon passen. Alter Schwede. Aber das geht nicht. Wer muss da hin? Also, da muss dann eindeutig ein bisschen besseres System her. Von dem Mana her haben wir ja genug. Wir haben ja genug. Mana, wir haben ein bisschen was vorgelagert. Nur eigentlich haben wir ja noch mehr vor. Aber eigentlich haben wir gedacht, dass es reichen wird. So, ja, aber naja. Jetzt sind die Partikel wieder auseinandergegangen. Was ist denn da? Könnte zu viel machen, oder was? Keine Ahnung, ich verstehe es auch nicht. Ich auch nicht. Was sind eigentlich Sparks? Ja, die sind normal zu verteilen, aber ich weiß noch nicht, ob die uns was helfen oder nicht. Das ist echt ein Problem, keine Ahnung. Jetzt sind sie aber ziemlich weit auseinander gegangen. Wenn du guckst, sie sind jetzt weit auseinander wieder. Vielleicht gehen die immer zusammen auseinander. Ja, das muss jetzt mal schön langsam mal was werden, oder? Es sind schon vier Mana-Spieler dran. Ja, wenn du schaust, wie langsam die wirklich leeren, gell? Kann das noch Jahre dauern. Der wird hier überhaupt nicht geleert. Warum wird der überhaupt nicht geleert hier? Jetzt ist es fertig, oder? Nein, die spawnt. Ich hab nix. Ja, toll. Jetzt? Können wir mit dem Spaß nochmal durchlesen? Hier steht aber auch nichts. Ja, wie kann man das... Versuchen wir mal mit den Sparks... Nee, Sparks... Ich glaube, die Sparks können das schneller transportieren. Ach Gott, jetzt bin ich Wii U online gegangen. Das wollte ich jetzt nicht. Sparks? Sparking. Hauptseite. Ja, was macht denn der hier? Ich hab eine Maus und dann kommt da nicht klar, dass er das Buch schon geschlossen hat, der Vollidiot. So, Mana Manipulation. Wenn ich zurückgehe, schließt da das ganze Ding. Was ist denn das hier für Scheiße? Mana Pool. Ja. Yeah. Kannst du mal bitte mir irgendeine andere Seite geben, weil ich komm mit zurück, schließe das Buch. Wie mach ich das?
Oben, Share. Rechts, Share. Okay, ja. Mana Bush Bugs. Sparks eigentlich. Ja, Sparks müsste man nehmen. Das sollte klappen. Sollen wir den. Zwei Sparks brauchen wir. Drei Helle oder wie? Was? Es gibt ja mehrere Stufen. Für alle braucht man die Hellen und für die anderen braucht man schon wieder Pegidas. Hm. Wir brauchen aber die erweiterten. Ich weiß nicht, ja, wir brauchen Spark. Ja. Na, ja, die mit Pixidas haben wir nicht. Und die? Ja, ich muss ja erstmal hier noch herstellen. Ich meine ja die erweiterten hier Pittle. Also, Pittles, ja. Pittle. So, drei Stück. Was machen wir jetzt damit? Was mit den Sparks? Ja, einfach hier oben auf den da oben platzieren nochmal. Und nochmal darüber platzieren. Also auf dem Mana Pool. Ja. Und auf den da oben müsst ihr das nochmal platzieren. Und dann kannst du die irgendwie verlinken. Also ne, jetzt habe ich sie wieder runtergehauen. Wo ist das hin? Ich hab's. Okay. Kannst du den irgendwie verlinken oder so? Nein. Ah, jetzt, warte, jetzt hat er was gemacht. Ja, die zwei sind verlinkt, wenn du mal Rechtsklick drauf machst. Nur Rechtsklick. Ohne Stab. Ja, mit dem Stab, nur Rechtsklick, ohne Shift. Müssten die zwei ja verlinkt sein, oder? Stimmt. Wollen wir jetzt nochmal versuchen, ein Rezept herzustellen. Und du musst dann auf die Zeit ein bisschen achten. Zeit ein bisschen achten, inwiefern? Ja, weil ich habe das Ding nicht offen. Leute. Aber es muss halt genau irgendwie was da drauf liegen und. So, genau, jetzt tut der Spark auch. Ich hab's Dings auch nicht auf. Wie kriegen wir's auf? Ja, Steuerung. Das geht mit dem Spark jetzt schon viel schneller. Guck mal, wie der schneller macht. Ja. Das hätten wir viel früher schon drauf kommen sollen. Siehst du, wie weit die auseinander gehen? Zusammen. Und zusammen und auseinander. Und jetzt geht das richtig herab. Wie stehen wir mit der Energie? 49, 47, 46. Und fertig. Terrasti! Yeah. So, hast das nehmen wir jetzt. Hast du noch einen Spark? Ja. Da setzen wir hier drauf. Brauchen wir aber nicht mehr. Brauchen wir kein Terrasti mehr? Nein. Machen wir eins. Reicht. Eins machen wir noch. Ich mach das schön. Das andere können wir eh in der Folge nicht mehr. Was haben wir für Uhrzeit? Wir sind bei 12 Minuten. Eben, das zahlt sich nicht mehr aus. Das ist nur eine halbe Geschichte dann. Eine reicht, denn ich. Aber das jetzt geht's zur Sache, ey. Alter, schau, das geht jetzt schon viel runter. Ui, raus und rein. Und vor allem diese riesen. Vor allem die drehen sich ja auch noch, siehst du? Ja, diese volle Animation da. Zaum. Und das Geräusch. Ey, das ist richtig geil gemacht. Ja, das heißt eigentlich. Achso, nee, aber die gleichen sich nicht aus. Hast du verbunden? Das sind nicht verbunden. Nee, die sind. Ja, eigentlich wohl, sie sind verbunden. Der ist mit denen und dem verbunden, die sind alle irgendwie miteinander verbunden. Ja, aber der braucht ja momentan Energie und der schickt rüber und der würde wieder hinschicken. Dabei gibt's keinen Sinn. Ja, aber ich habe mir gedacht, dass wir dann vielleicht die Mother-Spreader nicht brauchen. Irgendwie geht das ja. Ja, vielleicht. Vielleicht mit dem Besseren, dass die sich dann gegenseitig die Pools ausgleichen. So. Und da sind wir jetzt fertig. Und in der nächsten Folge, ja. Da machen wir viele interessante Dinge. Aber das ist das richtig geil. Genau. So. Ich mag solche Mods. So Magic. It's a gonna Magic. Wenn man sich wirklich Mühe gibt, weil das sieht einfach dann schön aus. Auf alle Fälle. So. Dann kriegst du. Nur würde ich sagen, sehen wir uns dann. Gut, wir haben eigentlich noch Zeit. Wir können noch ein paar Sekunden quatschen. Na, quatsch mal dann ein paar Sekunden. Wollen wir machen, weil was wir dann vorhaben? Nein, können wir nicht spoilern. Spoilern? Also, ja, es hat mit Terrasti zu tun. Und vielleicht, wenn ihr bei meinem Buch aufgeschaut habt, was ich verlinkt habe an der Seite. Dann wisst ihr es vielleicht. Euer Favorit, sonst merke ich mir das ja nicht. Das ist echt die Frage, ob die Sparks. Naja, das. Ja. Coole Sache eigentlich. Die Sparks hätte man früher schon Dinge sollen. Weil wie das aussieht damit. Alter, du musst dich in den Spark reinstellen und mal dann zur Dings hinschauen.
da ins Bugs reinstellen, dass du so drin bist und dann darüber schauen. Ja, mach mal. Mach mal bei denen. Also bei dem hier. Dann bist halt in der Spark drin und dann kreist die um dir. Was meinst du? Ja, die blitzt dann richtig. Weiter nach hinten, dass du... Ja, dann stehst du da drin. Ja, und dann verschwinden die ganzen Items immer wieder. So, stimmt. Das meinte ich. Ja, das sieht natürlich auch sehr interessant aus. Aber nicht alles, sondern nur, was Energie speichern kann und Energie verteilt. Denn... Und die Kisten gehen auch weg. Alles. Aber... Ja, der Runik-Altar bleibt aber. Stimmt, die selber und dort auch. Ja. Okay, komisch irgendwie. Muss ich eigentlich genau reinstellen, reicht ja, wenn du es davor hast. Naja. Als Brille quasi. Gigantisch. Mensch, der Zauber. Weil der ist voll. Und der auch, da haben wir noch ein bisschen Energie rumliegen. Ja, dafür sind ja die an den leer fast. Zur Hälfte. Mal den wieder auffüllen dann. Mal. Voll machen, würde ich sagen. Ja, das machen wir eh. Ja, machen wir eh. Werden wir dann bald wiedersehen. Genau. Da kommt nämlich Magic. Endlich mal. Richtig, voran. Also, ja. Bis zur nächsten Folge, wenn es ja heißt Botania auf Against Guys 2 mit Endkräfte 27 und der Mistkäfer. Also Leute, macht's gut und tschüss. Tschüss.